Ihr Lieben, ich habe gestern beendet den zweiten Band von Matthew Corbett und die Königin der Verdammten von Robert McCammon. Das ist der zweite mit diesen coolen Masken. Es geht auch um einen Maskenschnitzer. Und ich war wieder total geflasht und deswegen wollte ich euch noch von den zwei hübschen Büchern erzählen. Insgesamt ist es der zweite Fall für Matthew Corbett, wird aber im Deutschen gehandelt als der dritte und vierte Band sozusagen von dieser Reihe. Im ersten Band ging es ja darum, dass er um 1699 als Gerichtsdiener, sozusagen als Helfer eines Richters in einer Kolonie in, ich glaube, South Carolina, auf jeden Fall in Font Royal. Dort ist ein Fall um eine Hexe und der Richter Woodwork und er, die fahren dorthin mit der Kutsche und lösen sozusagen diesen Fall. Da ist Matthew Corbett vielleicht so 16, 17, ist ein Waisenknabe, der sozusagen adoptiert wurde, mehr oder weniger von diesem Richter Woodwork. Und das Buch war schon richtig gut, richtig toll beschrieben, wahnsinnig atmosphärisch. Und der Robert McCammon, der recherchiert diese Zeit auch richtig gut, auch was die Ernährung angeht, was Gerüche angeht, was Bauweise angeht. Also das ist, eigentlich ist es ein historischer Horror, Mystery, Krimi, Thriller oder so. Mit einem noch jugendlichen Matthew Corbett. So, und jetzt in dem neuen Fall ist es sozusagen abgeschlossen. Es ist ein paar Jahre später, ich glaube 1702 in New York. Da arbeitet Matthew Corbett jetzt wieder immer noch als Gerichtsdiener, wobei sich das ändert in dem Fall, in dem Buch. Mehr möchte ich dazu nicht verraten. Und eine wahnsinnig spannende Zeit. New York gibt es noch nicht so lange. Sie hat 5000 Einwohner, wurde am Anfang nochmal erzählt. 5000. Es gibt eine Zeitung, die gedruckt wird, privat. Es gibt natürlich auch ein Freudenhaus, es gibt ein paar Schankstuben. Aber wie man hier zum Beispiel auch auf dem Cover vom ersten Band sehen kann, man läuft mit Laternen hin und her. Es gibt keine Gaslaternen oder so. Wenn man abends unterwegs ist, dann ist es dunkel. Ja, was das Ganze natürlich eben diese Horror-Atmosphäre gibt, ne? Diese düstere. Außerdem treibt in New York ein Maskenschnitzer oder Maskenschlitzer sein Unwesen. Es gibt nämlich Tote und der Mörder, der schlitzt ihnen Dinge ins Gesicht. So. Und Matthew versucht, diesen zu finden. Außerdem hat er noch eine eigene Agenda. Das liegt an dem Waisenhaus bzw. dem Typen, der das Waisenhaus führt. Da hat er noch eine Rechnung offen. Das wird so am Ende von Matthew Corbett und die Hexe von Font Royal angedeutet. Darum muss er sich auch noch kümmern. Und dann hat er noch so ein paar andere kleinere Fälle, die ihm da sozusagen, also Probleme zu lösen, die ihm da vor die Füße fallen. Und er findet wieder eine junge Dame, die für ihn interessant ist, was halt nicht heißt, dass es ein Liebesroman ist. Ja, aber das gibt dem Ganzen sozusagen noch einen ganz kleinen romantischen Touch. So, und das Ende war wieder super spannend, weil es gab ja so viel zu lösen. Und es gibt da ja nicht nur diesen Maskenschlitzer, sondern es gibt auch so eine Art Meisterverbrecher. Ja, also wer jetzt mal so an Sherlock Holmes denkt, es gibt da auch eine Art Moriarty, es gibt da eine Art Brain, was sozusagen Verbrechen von London, was ja sozusagen der ehemalige Sündenfuhl damals noch ist, also wo es einfach auch sehr viel Verbrechen gibt, das kommt jetzt nach New York und mit dem Problem muss sich Matthew auch auseinandersetzen, also übelst spannend und der nächste Band erscheint erst im Herbst. Da geht es aber auch, also den Verbrecher, um den es, also ich glaube, der nächste, der fünfte Band heißt Matthew Corbett und Mr. Slaughter oder so ähnlich. Und auf jeden Fall diesen Typen, den Mörder, um den es im nächsten Teil geht, den lernt man hier auch schon kennen.
Und ja, noch zum Titel: Matthew Corbett und die Königin der Verdammten. Es gibt verschiedene Interpretationsweisen für die Königin der Verdammten und jede davon ist gut. Im Amerikanischen, also im Original heißt das ja Matthew Corbett and the Queen of Bedlam, und Bedlam ist eigentlich das Tollhaus in der Nähe, also das Irrenhaus. Und auch der Titel ist zweideutig. wie mir gerade in diesem Moment bewusst geworden ist, sehr gut. Also es gibt auch noch ein Irrenhaus. Es gibt dieses düstere New York, es gibt den Mörder und es gibt ein Irrenhaus. Also deswegen wirklich diese Horror-Mystery-Atmosphäre. Sehr gut. Also bin ich ganz froh, dass ich das Buch nicht in der Klinik lese. Obwohl es trotzdem spannend war, aber halt auch so ein bisschen gruselig. Jo, sehr gutes Buch. Kann ich nur empfehlen. Bin gespannt, wer von euch es gelesen hat, beziehungsweise einige haben ja jetzt mittlerweile die Matthew Corbett und die Hexe von Fontroyal gelesen. Falls es jemanden gibt, der da negative Erfahrungen mitgemacht hat, lasst es mir ruhig da. Ich habe es jetzt noch nicht... Die Speicherkarte war voll. Ich bin immer so gut vorbereitet. Anyway, ich bin auch aufgeregt. Also, jo, das war es erstmal wieder von Matthew Corbett. Kann ich wirklich nur empfehlen. Lasst mir gerne Kommentare da. Würde mich sehr interessieren, was ihr zu der Reihe sagt, falls ihr da schon was gelesen habt. Und auch wer mit mir fiebert, was den nächsten Teil angeht. Ich denke da bloß an meine Leserate, die auch so gesagt hat. Jo, das war es erstmal wieder von mir. Ich wünsche euch noch eine schöne Lesezeit und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.